Entschuldigung, was hast du da an deinem Hals? Ja, und was das Ganze mir gebracht hat, meine lieben Freunde, das kann man tatsächlich in diesem ganzen Jahr so ein bisschen beobachten. Also wenn ihr meine ganz, ganz alten Videos euch mal anguckt, dann werdet ihr sehen, dass diese kleine Murmel, die sich dann da wieder gebildet, diese Murmel, nein, das war keine Murmel, diese kleine Erbse, die sich damals gebildet hat, dass sie sich dann mit der Zeit entwickelt hat, eher zu einer Murmel, das sah wieder eher aus wie so ein Kehlkopf, der da irgendwie heranwächst. Also das Ganze wurde dann irgendwann mal immer größer und immer größer. Dann habe ich nach einem halben Jahr, glaube ich, nachdem ich meine Ernährung umgestellt habe, war es weg. Da war einfach gar nichts mehr. Das war zu dem Zeitpunkt, als wir in Ägypten im Urlaub waren. Und da könnt ihr auch die Vlogs auf meinem Kanal hier sehen. Da war gar nichts mehr an meinem Hals. Ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut und dachte, ja, Mann, das hat voll was gebracht und super und cool und geil und habe gar nicht damit gerechnet, dass da irgendwie noch irgendwas kommen könnte, sollte. Im Ägyptenurlaub, habt ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen mitbekommen, habe ich mich jetzt nicht besonders gut ernährt. Also wir haben immer noch darauf geachtet, dass wir keine tierischen Produkte zu uns nehmen. Aber wir waren in einem Hotel, es gab ein Buffet, sprich wir hatten dreimal am Tag die Möglichkeit gehabt zu essen. Und ja, wir haben nach gutem Wissen und Gewissen gegessen. Da war nicht wirklich was beschriftet und aus diesem Grund kann ich mir gut vorstellen, dass da die Ernährung nicht zu 100% war. Und dazu muss ich noch sagen, dass wir echt viel gegessen haben. Also viel Schrott. Ich nenne das mal Schrott. Viele denken, dass die vegane Ernährung automatisch eine gesunde Ernährung ist. Das stimmt überhaupt nicht. Denn du kannst auch genauso jeden Tag Pizza essen. Pizza ohne Käse, Pizza ohne Fleisch. Du kannst auch genauso den ganzen Tag Pommes essen. Und es ist klar, dass das alles andere als gesund ist. Also da muss ich auch sagen, dass wir uns sehr fettig, sehr, sehr ungesund einfach ernährt haben und viel Zeugs gegessen haben, was einfach nur ungesund war, was nicht frisch war, was uns eigentlich nur belastet hat. Und wir haben sehr große Mengen gegessen. Wenn ihr die Vlogs seht, dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. Also ich habe auch jedes Mal das Essen aufgenommen und wir haben uns die Teller vollgeschmissen. Und wir haben nicht nur ein Teller gegessen, sondern zwei oder drei. Ja, also wir haben uns gut gehen lassen, was für meinen Körper jedoch aber nicht ganz so gut war. Und die Quittung dafür habe ich dann im Nachhinein bekommen, als wir dann wieder in Deutschland waren. Dann hat sich wieder angefangen, eine Kugel zu bilden. Und das Ganze ist dann immer größer und größer geworden. Wie gesagt, ich versuche euch hier auch so ein bisschen was einzublenden. Ansonsten könnt ihr mal meine alten Videos euch anschauen. Da sieht man das Ganze auch, finde ich, ganz gut. Irgendwann mal, ich kann gar nicht sagen, wann genau das war, hat sich diese Kugel, die vorher aussah wie ein Kehlkopf. Also vorher war das eher etwas, was innen war, unter meiner Haut und meine Haut lag so darüber, wie so ein Knochen hier. Ich konnte die Haut hin und her bewegen, also die Haut konnte man hin und her bewegen und die Kugel an sich hat sich nicht bewegt. Wie so ein Pickel, der unten unter der Haut ist. Kennt ihr den? Kannst du nicht ausdrücken, weil der ist da irgendwo tief unter der Haut und die Haut liegt quasi einfach nur darüber. Und so ungefähr sah das Ganze am Hals aus. Und dann ist Folgendes passiert. Diese Kugel, die vorher unter der Haut war, hat sich irgendwann mal an die Haut gesetzt. Dann war das so gewesen, dass wenn ich gesprochen habe und die Haut sich bewegt hat, dass die Kugel mitgegangen ist. Und das könnt ihr wahrscheinlich jetzt sehen, während ich spreche, seht ihr auch, dass das Ganze sich mitbewegt. Und zu dem Zeitpunkt hat meine Mama etwas zu mir gesagt. Und zwar meinte sie, hey, stell dir vor, vielleicht kommt das Ganze jetzt einfach von selbst raus. Und ich war so, das glaube ich nicht. Also, ich weiß nicht. Zu dem Zeitpunkt war das für mich so richtig Science Fiction. Also, keine Ahnung, ich konnte mir das einfach irgendwie nicht vorstellen, dass sowas möglich ist. Ihr werdet es nicht glauben, aber meine Mama hat recht behalten. Ich glaube, in dem Moment war es für sie gar nicht so bewusst, was sie da so, also sie hat es nicht wirklich bewusst gesagt, das war eigentlich nur so nebenbei. Und tatsächlich hat sich das aber bestätigt. Und eines Tages, als ich im Bad stand und irgendwas an meinem Gesicht gemacht habe, habe ich gemerkt, dass das Ganze aufgegangen ist. Also es hat sich irgendwann mal an die Haut gesetzt, hatte ich ja gesagt, und dann hat sich das irgendwann mal nach außen gebildet. Also es sah dann mehr aus wie so ein Pickel, der heranreift. Wisst ihr? Das ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Genau, und dann habe ich gemerkt, dass da etwas rauskommt, dass da
Eiter rauskommt. Das ist ein bisschen eklig, sorry. Und für alle, die sowas eklig finden, könnt ihr gerne abschalten. Wie gesagt, es kam Eiter aus dem Ding raus. Also es war ja vorher schon eine Zyste mit Eiter drin. Und jetzt hat sich mein Körper so weit entwickelt, dass das Ganze jetzt einfach ausgestoßen wurde. Von meinem Körper selbst. In diesem Moment, wo das passiert ist, habe ich ein Video aufgenommen und habe es meiner Mama geschickt. Ich war total schockiert und ich habe nicht geglaubt, dass das möglich ist. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, oh mein Gott, wie dumm ich war. Ich meine, Leute, wir glauben daran, dass wenn wir uns schneiden, dass das Ganze, dass die Wunde verheilt und dass alles in Ordnung sein wird. Warum glauben wir nicht daran, dass unser Körper von innen genauso heilen kann? Warum denken wir, dass das Ganze nur außen passiert? Ich kann euch sagen, warum. Weil das Außen, das sehen wir. Das sehen wir, das nehmen wir wahr mit unseren Augen. Und das von innen, das, was in uns passiert, das sehen wir nicht. Dass unsere Leber jedes Mal alle Antibiotika und alle Tabletten, die ihr zu euch nehmt und jeden Schluck Alkohol, den ihr trinkt, immer wieder verarbeitet. Dass unser Körper von innen ganz genauso geheilt wird. Daran glauben wir nicht. Klar, für mich in dem Moment war das immer noch verrückt und irgendwie Wochen und Monate später, indem das die ganze Zeit rauskam, alles rauskam, was da irgendwie drin war, war das immer noch für mich irgendwie unglaubwürdig und schockierend. Ich musste mich erstmal an diese neue Situation gewöhnen und das erstmal in mein Leben zu lassen und das erstmal in meinem Verstand zu lassen, dass das Ganze möglich ist. Ist das nicht crazy, dass wir so daran glauben, dass irgendeine Tablette, irgendeine Pille uns besser heilen kann als unser Körper selbst? Ist das nicht crazy, dass die Ärzte, die eine so lange Ausbildung haben, nicht wirklich was über Ernährung in ihrer Ausbildung lernen? Ich meine, ist das nicht total logisch, dass all das, was wir in unseren Körper reinstecken, egal in welcher Form, dass das irgendwann mal verarbeitet und wieder rauskommen muss? Ist das nicht total logisch, dass das dann auch eine Auswirkung auf unsere Gesundheit hat? Dass es eine Auswirkung auf unseren mentalen Zustand hat? Das ist doch vollkommen logisch. Und das hinterfragt einfach kein Mensch. Wir glauben eher daran, dass irgendeine Tablette, irgendeine Pille uns heilen könnte. Nur weil sie uns quasi, unser Gehirn verarscht und sagt, nein, das tut nicht mehr weh. Es ist ein Hemmstoff. Tabletten sind Hemmstoffe, die einfach nur dein Gehirn verarschen. Ich finde das so crazy, also ich weiß nicht. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe tatsächlich, weil mich das natürlich dann noch verstärkt hat und noch mehr auf diesen Weg gebracht hat, wo ich jetzt noch mehr mich damit beschäftige, mit unserer Gesundheit, mit der Ernährung und allgemein mit Konsum in allen Formen. Nicht nur die Ernährung an sich, sondern auch andere Sachen, die wir konsumieren, wie Medien und keine Ahnung, was auch immer, was das alles mit uns macht, mit unserem Körper. Die ganze Bestrahlung von Fernseher und Computer und Handy. Handys, die wir tagtäglich 24 Stunden an uns dran, irgendwo am Körper halten und tragen. Vielleicht sehen wir es nicht, aber damit dein Handy Empfang hat und damit du erreichbar bist, muss das Handy ständig Signale empfangen. Und denk dir, dass die Signale nur in dieses Handy reingehen und keinerlei irgendwie um dich herum irgendwas bewirken? Wenn man daran glaubt, dass alles irgendwie keinen Einfluss auf dich hat, dann lebt man wirklich in einer Märchenwelt. Und das ist doch total schade, dass man sein Leben lang irgendwie so verbringt, als würde man gar kein eigenes Leben leben, sondern man wird irgendwie so hierhin auf diese Welt gebracht, so hierhin gestellt und sagt, mach mal so, so und so und dein Leben lang machst du genauso, wie man es dir gesagt hat. Du hinterfragst nichts. Du denkst, das ist alles so ganz normal. Natürlich ist das eine bequeme Art und Weise zu leben, definitiv, aber ich bin der Meinung, dass man wenigstens so ein bisschen was in seinem Leben hinterfragen sollte, einfach nur um sich weiterzuentwickeln. Wenn du es nicht möchtest und wenn du vollkommen zufrieden bist mit deinem Leben und sehr glücklich bist, dann freue ich mich vom Herzen für dich. Aber für all diejenigen, die vielleicht ein bisschen mehr vom Leben wollen, da kann ich nur vom Herzen empfehlen, bildet euch weiter, recherchiert und nehmt nicht alles für wahre Münze, was euch gesagt wird. Auch nicht das, was ich hier sage. Geht und recherchiert, ob das, was ich jetzt hier gesagt habe, ob das irgendwie der Wahrheit entspricht. Ob es für euch der Wahrheit entspricht. Ob es für euch Sinn ergibt. Ob es für euch logisch klingt. Versteht ihr? Also hinterfragt ein bisschen mehr die Welt. Irgendwie sind wir so ein bisschen abgeschweift jetzt. Das war aber die Geschichte über meinen Hals und das, was ich da habe. Ein kurzes Update, wie es jetzt momentan aussieht. Also es ist nach wie vor
noch etwas da. Ich interpretiere das Ganze wie ein Katalysator. Da merke ich auch oft, wenn ich mal irgendwie Halsschmerzen gehabt hatte oder irgendwie mir es nicht so gut ging, dann sammelt sich dort auch wieder etwas und dann ist das die Öffnung, sage ich mal, wo es rauskommen kann. Wie sich das Ganze weiterentwickelt, kann ich euch noch nicht sagen. Das werden wir dann in der Zukunft sehen. Ich werde auf jeden Fall noch einen nächsten Teil dazu machen, wenn das Ganze sich dann hoffentlich erledigt hat und das Ganze geheilt ist. Ja, da können wir ja alle gespannt sein, ob das Ganze irgendwann mal weggehen wird oder eben halt nicht. Aber ich bin dran und bemühe mich, meine chronische Krankheit zu heilen und das ganz ohne Medikamente, lediglich mit vernünftiger Ernährung. Ja, einfach auch so ein bisschen gesunden Lifestyle, sage ich mal. Wie sich das Ganze entwickeln wird, ob sich das Ganze positiv oder negativ entwickelt, werdet ihr dann im Laufe der Zeit sehen, genauso wie ich. Also wir lassen uns dann gemeinsam überraschen, würde ich mal sagen. Ja, das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, dass ich euch die wichtigste Frage, die aufkommt, wenn man eines meiner Videos schaut, jetzt beantworten konnte. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.